Einen wunderschönen guten Morgen, wobei morgen schon wieder relativ relativ ist. Relativ relativ. Naja, Fakt ist, ich hatte den Wecker irgendwie auf 8 Uhr stehen und habe mir gedacht, okay, es ist Sonntag, willst auch laufen gehen. Um 8 Uhr ging der Wecker und es hat draußen geschüttet. Also habe ich gedacht, wenn es so hardcore regnet, brauche ich nicht laufen, werde ich nur krank. Also habe ich gedacht, gut, machst du die Augen nochmal zu. Jetzt bin ich gerade wach geworden, weil neben mir mein Handy, also Vibrationsalarm, und ich gehe ran so, ja, und dann ist Angie dran, so, na, was ist los, schläfst du noch? Ich so, ja, und wir haben es, jetzt ist es kurz vor 12, also es war um 11:45. Krass, so lange habe ich jetzt gepennt. Und regnen tut es immer noch. Naja, jetzt mache ich mich auf den Weg zu Angie. Und schon stehe ich in der Küche des Vertrauens. Hallo und guten Morgen, obwohl es hier eigentlich gar kein Morgen mehr ist. Wir haben 20 vor 1. Beste Mittagszeit. Ja. Rentner haben schon gegessen seit 40 Minuten. Und ich bin relativ fit. Ich bin heute schon um 9:30 aufgestanden, obwohl ich erst um 3:30 im Bett war. Yay! Wow, und ich war früh im Bett und lange drin. Ja, es war gestern ein sehr, sehr, sehr schöner Abend, muss ich sagen. Wir haben einen super Auftritt gehabt, die Stimmung war geil, die Leute waren gut drauf und wir haben alle zusammen nochmal richtig schön gefeiert. Es war toll. Es war wirklich toll. Und ich bin, wie gesagt, relativ fett, obwohl ich so ein paar Sekt hatte. So 2 oder 3, muss ich sagen. 2 oder 3. Oder so. Ich weiß es nicht so genau. Mein Glas hat sich von ganz alleine gefüllt. Das gehört ja dazu. Das gehört auf jeden Fall dazu. Aber ja, wie gesagt, heute ist Sonntag und jetzt bin ich auch mal froh, dass heute nichts ansteht. Wir müssen auch gar nicht nach Frankfurt heute. Nein. Es ist ganz wunderbar. Wir können einfach hier so dann abhängen diesen Tag. Das einzig Eklige ist, dass es regnet und regnet. Mir ist mir relativ egal. Ich werde das Haus heute nicht mehr verlassen. Ich werde einfach hier bleiben. Also ihr erlebt einen ganz spannenden Vlog heute. Ja, super spannend. Na gut, wir schauen erstmal, was unser Essen macht. Er will dabei sein. Er will dabei sein. Es ist dunkel, weil es draußen dunkel ist. Es regnet. Es ist ein ätzender Wettertag. Ich finde es schön. Das ist auch ein guter Grund, hier einfach abzuhängen. Ja, wir hängen auf der Couch. Genau. Und ich habe einen Kaffee getrunken, wir haben Mittag gegessen. Und jetzt haben wir eine neue Serie entdeckt. Wie heißt sie? The Lizzie Borden Chronicles. Lizzie Borden, ja, mit Christina Ricci. Spielt da die Hauptrolle. Oh, es klingelt. Das Kind kommt. Ich muss mal kurz weg. Naja. Auf jeden Fall. Ist eine ziemlich, ich möchte sagen, lustige Serie. Sie bringt halt lauter Leute um und ja, ist schon relativ gut gemacht. Bei der ersten Folge habe ich gedacht, das ist so ganz, ganz komisch, weil Schnitt und Musik war sehr modern und das Ganze spielt 1800 und paar 90, also hat so überhaupt nicht zusammengepasst. Aber wir schauen jetzt gleich Folge 3 und wir sind schon ziemlich gut reingekommen, also mal sehen. Gut. Wir haben, wie viele Folgen haben wir geguckt? 4. Ja. War ganz gut. Ja. Zur Hälfte sind wir durch.
Es sind noch 4 Folgen. Wir fragten uns schon, wen sie noch alles umbringt in den 4 Folgen. Weil, also da müssen noch ein paar neue Charaktere eingefügt werden. Richtig, sie hat schon sehr viele umgebracht. Schauen wir mal. Ja, und jetzt... mache ich mich auf den Heimweg. Ja, es ist ja Sonntag, morgen müssen wir beide wieder... Du hast Frühschicht, ne? Ich hab früh. Oha. Du musst früher raus als ich auf jeden Fall. Ich werde auch ein bisschen früher aufstehen. Eine Kollegin von mir ist krank, deshalb fange ich ein bisschen früher an morgen, dass das morgen alles gut klappt. Falls du das siehst, Leni, gute Besserung. Kriegen wir schon alles hin. Na gut. Ja. Dann tschüss. Tschüss. Jo, meine Lieben, ich bin zu Hause angekommen, hab gerade mal die Katzen erst versorgt und jetzt meine Daten aufs MacBook gezogen, damit ich dann morgen anfangen kann mit Schneiden, weil heute schneide ich nichts mehr. Ich bin rotzemüde, ich habe vorhin schon so ein bisschen leichte Kopfschmerzen gehabt. Angie hat mir dann noch irgendwie so 2 Aspirin gegeben und ja, jetzt mache ich mich ins Bett. Obwohl ich so lange geschlafen habe, glaube ich, bin ich einfach kaputt. Naja, Angie hat vorhin schon gesagt, naja, das wird wahrscheinlich einfach gewesen sein, durch mentale Belastung von gestern und dass ich das jetzt einfach gebraucht habe mit dem Pennen. Weil ich ja auch die Tage davor nicht wirklich gut geschlafen habe. Aber gut, ich hoffe, da ist jetzt ein Schlussstrich gezogen und es geht jetzt wieder positiv weiter. Ja, das größte Positive war heute, dass wir wirklich den Urlaub für Oktober gebucht haben. Das heißt, Angie hat sich jetzt auf jeden Fall wieder bis Oktober fest an mich gebunden. Nein, Spaß. Und naja, es wird auch schön. Wir werden sowieso jetzt wieder viele schöne Sachen machen, wenn das Wetter denn endlich besser wird, weil... Naja, in 14 Tagen, wenn wir kinderfreies Wochenende haben, da haben wir schon gesagt, da wollen wir unseren Wellness-Tag machen. Gut, da wird man natürlich vlogtechnisch nicht so viel sehen, weil es ja in eine Sauna geht. Das hättet ihr wohl gerne, aber nein. Ja, aber wie gesagt, sobald das Wetter wieder ein bisschen besser wird, kann man natürlich auch draußen wieder viel besser Sachen machen. Na gut, soll es jetzt erstmal gewesen sein, weil ich mache mich jetzt ins Bett und... Ihr könnt morgen wieder dabei sein. Ihr seht mich dann, wenn ich um 4:30 aufstehe, um zum Frühdienst zu gehen. Jawohl. Na gut, dann bis denn. Ciao.